Servus, ich bin der Tom und heute gibt es ein fantastisches Hohentonner Winterfestbier. Und dazu klären wir noch die Frage, die immer öfter gekommen ist jetzt. Warum ist Festbier eigentlich stärker als normales Bier? Wie kommt es? Also diese ganzen Oktoberfestbiere und so weiter, macht es Sinn, dass die stärker sind? Das ist doch total unlogisch. Dieser Frage gehen wir jetzt dann nach. Herzlich willkommen zum Tag 16 im virtuellen Bier-Adventskalender. Und heute, wie gesagt, beschäftigen wir uns wieder mit der Schlossbrauerei Hohentann. Ein herrliches Bier, dieses Winterfestbier. Ich freue mich schon. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal, was da uns im Glas erwartet. Wir haben ein 5,8 Volumenprozent starkes Bier. Dazu 13,5 Grad Stammwürze und ja, was sehen wir denn? Wir sehen eine tolle feinporige, ja, cremefarbene Schaumkrone und dazu bernsteinfarbenes Bier. Ja, das hat so ein bisschen orange Reflexe, ja. Und ist blank filtriert. Also muss man gleich noch dazu sagen, keine Trübung, ist blank filtriert. So, dann mal mit der Nase rein. Oh ja, das riecht so frisch nach Getreide und auch so. Ja, so ein bisschen brotige Aromen, so Brotrinde, ja, an das erinnert mich das. Vom Antrunk. Kräftig, vollmundig und rund. Dezente Kohlensäure, kaum auffällig von den Aromen her, ja, typisch malzaromatisch, auch Karamellnoten. Und wieder so ein bisschen dieses Brotkruste-Thema und dieses Karamellige und ein bisschen Süße, das erinnert mich so ein bisschen an Rosinen. Also ja, genau. Und der Nachtrunk, also das heißt der Eindruck, der im Mund bleibt, wenn das Bier schon weg ist, es ist ein runder Nachtrunk und ganz eine leichte Bittere, ganz, ganz fein. So, dazu gibt es ein Plätzchen, das ist heute was ein bisschen experimentelleres, auf das habe ich mich schon gefreut. Und zwar, ja, Quinoa-Poppies. Ich weiß gar nicht, wer sowas kennt, aber das ist gepuffter Quinoa. Ja, es ist von der Art her so ein bisschen vergleichbar mit wie ist das? Puffreis, genau. Und das, geschmacklich geht es in diese Richtung. Und das ist so dieses leicht röstige und die Schokolade dazu, die sollte eigentlich ganz gut passen. Jetzt schauen wir mal. Fällt natürlich alles auseinander hier. Oh ja. Tipptopp. Eine tolle Verbindung. Also das ist jetzt was, da bin ich jetzt selbst überrascht. Ja, man kennt ja von diesen Nippon, also von diesen Puffreis-Dinger, den Geschmack. Und der ist 1:1 in dem Bier vorhanden. Das heißt, dieses leicht angeröstete, dieses Süße von der Schokolade, so dieses Karamellige, so ein kleines bisschen, das sind so Geschmackskomponenten, die finden sich alle im Bier und in diesem Plätzchen wieder. Und das ist total harmonisch. Also das ist echt, das ist irre. Ja, das kommt in die Hall of Fame. Okay. Jetzt haben wir ja noch unsere Frage zu klären, was hat es denn mit den Festbieren auf sich? Also es ist eigentlich ganz einfach. Die Festbiere, die auf dem Oktoberfest und so weiter ausgeschenkt wurden, es war ja früher so, das sind alles Märzenbiere, das heißt, die wurden im Frühjahr, im Märzen eingebraut, um dann lagerfähig zu sein über den Sommer hinweg, weil das Braujahr am 23.04. war der Schluss. Und bis dahin war alles Bier gebraut, das über den Sommer hinweg getrunken werden sollte. Und jetzt hat man natürlich den Effekt,
diese Biere, die wurden stärker eingebraut, kräftiger, bisschen mehr Malz, bisschen mehr Hopfen, um einfach lagerfähig zu sein. Und dann hat man den Effekt, ja, jetzt über den Sommer wird es getrunken und gegen Ende des Sommers, da ist natürlich, da muss das Lager leer sein. Also da müssen diese Keller wieder leer sein, weil es gibt jetzt dann frisches Bier. Und deswegen ist mit ein Grund, warum die ganzen Volksfeste hier, gerade in Bayern auch, eigentlich alle im Herbst stattfinden. Das ist der Hintergrund, weil aus der Historie raus diese ganzen Biervorräte eben irgendwie weg mussten. Und da gab es dann eben große Feste, quasi um das alte Bier noch unter das Volk zu bringen, um die Kapazitäten für neues und frisches Bier eben dann zu haben. Weil es wäre schon so gewesen, wer trinkt denn das alte noch, wenn es das neue jetzt schon gibt? Ja, und deswegen musste das noch weg. Darum sind da alle diese Volksfeste alle im Herbst so in diese Richtung. Und auch daher kommt es, dass diese Festbiere, die man so kennt, die sind deswegen einfach kräftiger, weil es an diesen Bierstil von damals, an diesen Märzenbierstil angelehnt ist. Bei dem Oktoberfestbier ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Da sind wir nicht mehr so in der bernsteinfarbenen Richtung und auch nicht mehr ganz so in der Süße. Das wäre sowas, der Bierstil wäre vielleicht vergleichbar mit dem Bierstil Wiener Lager. So in diese Richtung geht es. Ist aber trotzdem relativ kräftig und auch relativ alkoholisch. Auch wenn man sagt, okay, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil auf so einem Oktoberfest, man würde ja vielleicht die ein oder andere Maß mehr verkaufen, wenn der Gast noch könnte, ja, und nicht so schnell abgefüllt würde. Okay, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich das schaue, wie es auf dem Oktoberfest abläuft, dann ist es ja doch so, ich habe eine Vormittagsschicht und eine Nachmittagsschicht oder eine Abendschicht. Und wenn ich die von Vormittag bis Nachmittag da schon an diesem härteren Bier sind, dann tausche ich die Gäste einmal durch und mache wieder Platz für Neues. Dann macht es vielleicht auch Sinn, dass sich da nicht einer, der den ganzen Tag versucht, sein Bestes zu geben, noch irgendwie den Platz blockiert. Also vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, man müsste es mal testen und evaluieren, aber ich denke, es ist gut so, wie es ist. In diesem Sinn, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann freue ich mich über Daumen hoch und auch heute wäre es mir ein inneres Blumenpflücken, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke drückst. Vielen Dank und bis morgen. Cheers, der Tom.